Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne aus politischer Sicht noch zwei, drei Worte dazu sagen. Ich habe es vorhin betont neutral gehalten, als ich hier ein bisschen Stimmung gemacht habe. Mein Name ist Uli König, ich bin auch Stockelsdorfer. Ich bin unter anderem Vorsitzender im Petitionsausschuss im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und in dieser Funktion durfte ich letzte Woche Dienstag die Petition zum Thema Straßenausbau beraten. Und das Ergebnis, meine Damen und Herren, hat mich echt schockiert. Wir haben 21.000 Unterschriften gegen Straßenausbaubeiträge in den Petitionsausschuss bekommen. Und die Piraten waren die einzigen, die sich dagegen ausgesprochen haben, die Petition abzubügeln. Alle anderen haben gesagt, wir bügeln sie ab. Die FDP muss ich noch ein bisschen schützen an der Stelle. Die haben sich enthalten, aber viel gesagt haben die dazu auch nichts. Die haben einfach den Kopf eingezogen und sich nicht gewehrt. Von daher, ziemlich traurige Sache für die Demokratie. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier als Piraten nicht alleine da stehen, sondern dass wir da ein bisschen mehr Rückendeckung kriegen. Vor allem, weil der Kollege Daniel Günther von der CDU noch am Sonntag vorher groß im Fernsehen verkündet hat, dass die CDU sich gegen Straßenausbaubeiträge einsetzt. Und schon zwei Tage später haben sie das wieder über Bord geworfen im Petitionsausschuss vom Schleswig-Holsteinischen Landtag. Die absolute Krönung von der ganzen Sache war, dass ich vorher beantragt habe, dass diese Sitzung öffentlich abgehalten wird. Und jetzt können Sie mal raten, wer dagegen gestimmt hat, dass hier öffentlich abgehalten wird. CDU und SPD. Meine Damen und Herren, ich bin dafür, dass wir CDU und SPD in diesem Land abwählen. Wir haben am 7. Mai die Möglichkeit, unser Kreuz zu machen. Und wir können diesen Parteien zeigen, wo oben und unten ist. Straßenausbaubeiträge sind unsozial. Uns wird immer gesagt, wenn ihr euch absichern wollt, kauft euch ein Haus, zahlt es ab und dann braucht ihr nicht mehr so viel Geld für die Rente, weil dann habt ihr euer Haus und braucht keine Miete mehr zu bezahlen. Aber wer sagt den Leuten, nein, ihr müsst nochmal 30.000 Euro oder 12.000 Euro, je nachdem, wo man gerade wohnt, für einen Straßenausbaubeitrag zurückzahlen? Man sagt eigentlich, dass man es zurücklegen muss, man sagt nicht, wie viel das ist, die Leute werden überrascht und dann soll man innerhalb von einem Monat plötzlich so ein